Wir erhoffen uns davon, dass die Jugendlichen einfach früher sich mit der Wahl auseinandersetzen. Wir haben massive Probleme bei den 18- bis 24-Jährigen, dass die noch zur Wahl gehen. Und das Bremer Beispiel, in Bremen durften sie das ja schon, hat gezeigt, dass tatsächlich 48% dort ab 16 Jahren dann auch wählen gehen.